Tapetenwechsel gefällig? Kein Problem. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf und kombinieren Sie unterschiedliche Farben und Muster. So bringen Sie mit einem neuen Tapetendesign schnell und einfach frischen Wind in Ihr Zuhause. Entfernen Sie die alte Tapete vorher sorgfältig und bessern Sie Bohrlöcher und Unebenheiten aus. Der Untergrund sollte glatt, sauber und trocken sein. Schalten Sie den Strom ab und schrauben Sie Steckdosen und Lichtschalter ab. Stellen Sie alle benötigten Materialien zusammen. Sie haben die Wahl zwischen mehreren Tapetenarten. Fließtapeten sind nicht nur besonders strapazierfähig, sondern auch leicht zu verarbeiten. Sie benötigen keine Weichzeit und können direkt von der Rolle an die Wand geklebt werden. Beim Tapetenkleister sollten Sie darauf achten, dass die Produkteigenschaften auf die Tapete abgestimmt sind. Außerdem brauchen Sie noch einen Zollstock, eine Wasserwaage, einen Rührstab, einen Eimer, einen Kurzflorroller, ein Farbgitter, eine Tapezierbürste, eine Andruckwalze, ein Cuttermesser, eine Tapezierschiene, einen Schwamm und einen Nahtroller. Messen Sie den Raum genau aus. Generell gilt, Raumhöhe und Verschnitt ist Bahnlänge. Rechnen Sie für den Verschnitt ca. 10 cm hinzu. Bei gemusterten Tapeten wird ein Rapport hinzugerechnet. Dieser beschreibt das wiederkehrende Muster zur Anpassung einzelner Tapetenbahnen. Bevor Sie die erste Tapetenbahn an die Wand kleben, sollten Sie die Bahn an der Wand ausloten. Benutzen Sie dafür eine Wasserwaage und zeichnen Sie eine feine Linie mit einem Bleistift. Mischen Sie nun den Tapetenkleister mit der benötigten Menge an sauberem Wasser, gemäß den Angaben auf der Verpackung. Bei Fließtapeten kann der Kleister mit einem Kurzflorroller direkt auf die Wand aufgetragen werden. Dabei brauchen die Fließtapeten keine Weichzeit und können direkt ohne vorherigen Zuschnitt von der Rolle an der Wand angebracht werden. Setzen Sie nun die Tapetenbahn an der gezeichneten Linie an, lassen Sie etwas Überstand nach oben und verschieben Sie die Tapete mit leichtem Druck in die gewünschte Richtung. Sobald die Tapete ausgerichtet ist, drücken Sie sie mit leichtem Druck an die Wand und streichen die Luftblasen mit einer Tapezierbürste zu den Seiten heraus. Anschließend rollen Sie die Tapete mit einer Andruckwalze fest an. Entfernen Sie nun den Überschuss an den Kanten vorsichtig mit dem Cutter. Verfahren Sie nun mit den nächsten Bahnen genauso wie mit der ersten Bahn. Beachten Sie dabei, dass die Tapeten auf Stoß verklebt werden müssen. Das heißt, Überlappungen einzelner Bahnen sollten Sie vermeiden. Tapezieren Sie immer mit dem Lichteinfall, also weg vom Fenster. Falls Tapetenkleister an den Seiten herausquillt, entfernen Sie ihn sofort mit einem sauberen Schwamm. Mit einem Nahtroller lassen sich die Nähte optimal festdrücken. Bei Ecken, Kanten und Laibungen müssen Sie die Bahnen entsprechend zuschneiden. Steckdosen und Lichtschalter werden über Kreuz eingeschnitten und nach einer kurzen Trockenzeit nachgeschnitten. Besondere Akzente und Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich aus der Kombination von Fließtapeten mit bunten Wandfarben. Selbstverständlich können Fließtapeten später auch überstrichen werden. Bevor Sie Ihre Lieblingsbilder an den Wänden anbringen, sollten Sie die Farbe und die Tapeten über Nacht bei Raumtemperatur trocknen lassen. Nun können Sie sich an dem neuen Design erfreuen. So einfach kann ein Tapetenwechsel sein. Gestalten Sie Ihr Zuhause nach Ihren Ideen mit Hellweg.